Digitalisierung heißt für mich ja ganz stark, die Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Aber es greift ganz tief an grundlegende Konzepte an, die wir traditionell eigentlich für dauerhaft gehalten haben. Und so gesehen ist unsere jetzige Covid-Zeit sowas wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Die Digitalisierung hilft uns, diesen Standort weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu halten. Also Salzburg ist aufgrund seiner guten Geschichten sicherlich weltbekannt. Es ist ja alles auch ein ziemlich touristisches Bild, das wir mehr oder weniger zum Eigenbild gemacht haben. Also wir müssen auf die Quantität der Menschen, die zu uns kommen, immer mit Qualität reagieren. Ich glaube, dass die Festspiele ein Riesen-Asset sind von Salzburg. Aber ich glaube, man darf mutig sein und offen sein für neue Sachen. Nicht alles, was man digitalisieren kann, sollte man vielleicht auch digitalisieren. Immer die Frage, aus welchem Grund betreibt man Digitalisierung? Ich glaube, es ist eine Riesenchance, andere Zielgruppen anzusprechen. Ich muss die Möglichkeit schaffen, dass Leute kreativ werden. Wenn ich mir anschaue, wie gesagt, den Studienstandort Salzburg. Die Kaderschmiede eigentlich der zukünftigen Stars. Es geht, glaube ich, bei der Ausbildung mehr um Flexibilität, dass man Sachen, die einfach vielleicht nicht mehr State of the Art sind, einfach fallen lässt. Wir müssen die Universität auch ein Stück weit als der unternehmerische Universität verstehen. Alles, was mit dieser Digitalisierung und mit Medienverwertung dazukommt, da sind wir alle noch Lernende. Die Kreativität, die im Elfenbeinturm der Künstler lebt, die Zeit ist vorbei. Salzburg ist international, es ist global. Man kann sagen, dass die Kreativwirtschaft insgesamt für Salzburg mittlerweile prägend geworden ist.